meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bau-Vlog, Baustellen-Update von uns. Der Felix ist nämlich auch da. Ja. Und wir sind gerade auf der Baustelle, wie ihr seht. Wir wollen heute spachteln. Ihr seht nämlich, wir haben alles mit Regips verkleidet, außer hinter euch. Das zeige ich euch gleich. Genau, und ich möchte jetzt gleich spachteln. Und das wird eine richtig große Arbeit, aber muss gemacht werden. Und die Spachtelmasse sumpft da unten gerade. Und so lang dachte ich mir, zeige ich euch mal hier so ein bisschen was. Der Felix hat eine andere Aufgabe. Er muss hier noch ein bisschen USB anschrauben und danach Regips anschrauben, weil, wie gesagt, hinter euch noch ein bisschen Regips fehlt. Im Ankleidezimmer nämlich. Wir sind nämlich im Schlafzimmer, wie ihr seht. Und genau, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen und wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Genau. So, da ist der Felix und ihr seht, da fehlt eben noch ein bisschen. Hier ist halt schon USB dran. Das muss Felix jetzt noch verschrauben. Das ist nämlich nur getackert, damit es erstmal hält. Aber jetzt müssen wir es natürlich noch verschrauben. Das macht der Felix jetzt zuerst. Dafür macht er gerade Striche, damit er weiß, wo er schrauben muss. Weil hier sind immer so Tackernadeln drin. Und hier sind halt immer die Striche, wo man dann halt schrauben muss, weil da halt die Schalung hinter ist. Und dann, Schatz, hier muss noch Schalung rauf, ne? Ja, da muss noch Schalung rauf. Da muss noch Schalung rauf. Und da unten muss auch noch USB. Und hier kommt dann Regips auch noch rauf. Genau. So, hier seht ihr, ist alles fertig. Mit Regips wirklich oben alles komplett fertig mit Regips. Und wir haben hier sogar schon die Steckdosen. Also auch schon richtig mit Kabel und so. Rüber um, ne? Ja, rüber um. Vorsichtig, ne? Ich bin gespannt. Das macht der Herr jetzt erstmal. Hier sind Steckdosen, hier oben sind Steckdosen für den Fernseher. Und dieses weiße Kabel, Schatz, ist bestimmt für einen Fernsehanschluss, ne? Ja, also das ist der Fernsehanschluss und das sind einfach drei Steckdosen. Ja, Fernsehanschluss. Weil der Fernseher, wie gesagt, hier an die Wand kommt. So in die Ecke rein, da haben wir so eine Fernsehhalterung. Und da kommt er dann hier an die Wand. Da unten haben wir noch eine Steckdose. Da hinten ist eine Steckdose. Papa hat gesagt, falls wir hier irgendwie eine Lampe in die Ecke stellen wollen, da ist eine Steckdose. Das ist nur eine. Ich wundere, warum da zwei Löcher sind. Mein Vater hat sich da einmal verbohrt, sage ich mal. Da sind zwei Steckdosen an meinem Bett und da sind zwei an Felix' Bettseite. Und dann haben wir natürlich noch da, seht ihr gar nicht wegen dem Licht, den Lichtschalter und eine Steckdose. Genau. Hier haben wir eine Heizung, damit es schön warm ist hier drin. Und es ist auch relativ warm. Hey! Hey, ich will nur mal kurz gucken. Ja, ja. Der Herr, der will immer alles zuerst machen. So, ein kleines Update. Ich habe ein bisschen was geschafft. Und werde mich jetzt auf den Tritt bewegen und weitermachen. Der Herr hat auch schon, bis wo hast du schon? Die Beine jetzt hier bis oben. Okay, er ist am Schrauben. Ich muss auch teilweise schrauben, deswegen habe ich hier mein Akkuschrauber, weil einige Schrauben, das seht ihr hier zum Beispiel, die muss ich nochmal reinschrauben, weil die ist zu weit draußen und dann, ja, sieht man das nachher. Muss ich noch machen, die da oben auch. Genau, ein paar Schrauben nochmal richtig reindrehen. Aber sonst, fürs erste Mal. Was sagt die Leute fürs erste Mal? Ich bin begeistert. Drehen wir die eine Schraube da kurz rein. Die da so frei ist, ja. Du darfst ja gar nicht spachteln, bevor die hart werden, weil dann kannst du so stecken und Akkuschrauber wieder rein. Ja, ich probiere das hier immer erst vorher. Und wenn ich dann merke, okay, die sieht man noch, dann. Dies mache ich jetzt die Reihe. So, ich werde mich jetzt erstmal da oben begeben. Und dann werde ich hier weiter lang wandern. Und dann hier. Und die Decke irgendwann. Mal schauen.
Stopp. Der Spachtel. Die Spachtelmasse ist leider schon etwas hart geworden. Wir können damit nicht mehr arbeiten. Deswegen machen wir jetzt neue. Ihr seht das hier. Damit kann man nicht mehr arbeiten. Die ist einfach zu hart. Das hat aber auch Felix gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Bei mir sieht das immer noch so aus. Genau, aber ich mache jetzt hier gerade die Ecke. Felix wollte jetzt das hier oben machen, weil er einfach größer ist. Und ich nicht so gerne auf dieser großen Leiter stehe mit dem Spachtel. Ich bleibe lieber auf der kleinen Leiter. Aber ich mache jetzt mal das hier. Und genau. So, ich habe jetzt hier bis da vorne fertig. Da ein bisschen, hier ein bisschen. Da ein bisschen und hier. Einmal ist leer und der Mann ist auch fast fertig, oder? Was? Fast fertig? Da, 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 bis unten. Ja, das ist ja fast fertig. Was? Aber jetzt machen wir erstmal Pause. Du. Ich mach Pause. Was? Ich mach Pause. Ja, ich kann dir jetzt nicht zugucken, das ist Pause. Nee. So, immer mit so fange ich an. Das ist nicht gut. Ich bin hier oben bei. Am Spachteln. Der Papa hat gerade die Baustelle abgenommen. Er hat geschaut, wie es aussieht, wie wir das machen. Er sagt, es ist relativ gut, aber noch nicht perfekt. Ja, da oben hat der Chef gespachtelt, wie man sieht. Also der Bauherr. Und hier habe ich gespachtelt. Man sieht schon einen Unterschied, aber ich finde, ich mache das nicht so schlecht. Ja, absolut. So, Felix macht da Schalung an die Wand. Er hat hier zu Ende geschraubt. Macht hier Schalung. Und ich werde jetzt erstmal neu anmischen, weil es schon wieder leer. Baustelle heute. Wir sind immer noch fleißig dabei zu spachteln. So, ich habe hier überall gespachtelt, wie ihr seht. Alles hier einmal komplett fertig. Ich habe das auf Video, dass du das warst. Ja, ich war das. Und wir haben sogar hier oben Licht. Also mein Vater hat gestern den Strom angeschlossen. Und jetzt haben wir hier Licht. Ich muss mal mit dem Lichtschalter bedienen, kann ich zeigen, das. So. Ha! Ich bin begeistert. So. Genau. Also ich habe hier überall gespachtelt, wie ihr seht. Einmal komplett. Da hinten auch die ganzen Ecken und so. Felix ist gerade am Regipsplatten schneiden. Und ich werde jetzt neue Spachtelmasse anrühren und werde dann unser Ankleidezimmer weitermachen, denn ja, es ist innerhalb von einem Tag eine Wand entstanden, beziehungsweise ist sie heute entstanden. Hier hinter befindet sich nämlich unser Ankleidezimmer, also wenn wir hier reingehen, haben wir hier unser Ankleidezimmer,
wo wir auch schon fleißig gespachtelt haben heute, oder ich fleißig gespachtelt habe. Und die Männer hier USB und Regips ran gemacht haben. Genau, und ich habe jetzt hier, wie ihr seht, noch eine Menge zu spachteln. Das hier wurde gerade noch gemacht. Hier muss ich noch. Und genau, da unten, da wo Felix gerade dabei ist, muss ich auch noch komplett spachteln. Und hier haben wir auch schon alle Stromkabel. Hier ist sogar schon Strom drauf, also ich darf es nicht anfassen. Und hier haben wir auch schon also Lichthalter und Steckdose.